Mehr als 1000 Polizisten haben in Frankfurt am Main Straße für Straße durchkämmt, in einer der größten Evakuierungsaktionen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Grund ist die Entschärfung einer 1,8 Tonnen schweren britischen Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg. Um 12 Uhr hätte sich in einem Umkreis von 1,5 Kilometern rund um den Fundort niemand mehr aufhalten sollen. Insgesamt mussten rund 60.000 Anwohner ihre Häuser verlassen. Aber nach Angaben von Polizeipräsident Gerhard Bereswyl lief die Räumung nicht planmäßig. Einige Anwohner hätten das Gebiet nicht freiwillig verlassen. Dadurch verzögerte sich die Entschärfung auf unbestimmte Zeit.